So, Hallöchen hier zu StarCraft Brood War, die Zerg. Ach ja, die Zerg. Das dritte Drittel des zweiten Zweitels vom insgesamt, keine Ahnung wievielten Teil der StarCraft-Serie ist jetzt hier unser Thema. Ja, drittes Drittel, weil hier 1, 2, 3 für dieses. Aber insgesamt ist es ja quasi der zweite Teil vom ersten Teil im Sinne von die Erweiterung, die genauso viel Umfang hat wie das Hauptspiel. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir spielen die Zerg. Episode 6. Zerg-Kampagne. Die Königin der Klingen. Die Streitkräfte des Vereinigten Erddirektorats haben die Kontrolle über den Planeten Char übernommen und die gefräßigen Bruten des noch jungen Overmind versklavt. Da die mächtigen Psi-Disruptoren des Direktorats verhindern, dass Kerrigan die verbleibenden Bruten kontrollieren kann, ist die Vorherrschaft der VED in diesem Gebiet unangefochten. Kerrigan hat eine Gruppe bunt zusammengewürfelter Verbündeter um sich gesammelt. Sie plant, den Psi-Disruptor zu zerstören und den Overmind aus der Gewalt der VED zu befreien. Ist eigentlich gemein, ne? Dass wir erst die eine Seite spielen, die für uns gut ist in dem Sinne, Menschen, und jetzt müssen wir quasi die böse Seite spielen. Im Sinne von Zerg, weil die Menschen für die halt die Bösen sind, ne? Und dann überhaupt, dass man sich da gegenseitig auf die Nase haut. So. Die Zerstörung. Kerrigans Festung auf dem Planeten Tarsonis. Den kennen wir ja auch schon. Grüße, Cerebrat. Inzwischen dürfte dir klar sein, dass ich deine Verbindung zum Overmind und deinen abtrünnigen Brüdern durchtrennt habe. Versteh mich recht. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Ich kann es lediglich nicht riskieren, dass du unter ihren Einfluss gerätst. Du gehörst jetzt mir. Diene mir ohne Vorbehalt. Und ich lasse dich leben. Meine Königin, vergib mir die Unterbrechung, aber die erwarteten Besucher sind angekommen. Endlich! Die haben sich ganz schön Zeit gelassen. Tja, keiner von uns hatte es besonders eilig, hierher zu kommen, Sarah. Traust du meinen Motiven noch immer nicht, Jimmy? Nicht die Spur. Hey! Als ich auf Ayur zu euch beiden Kontakt aufgenommen habe, habe ich euch alles über den neuen Overmind und über das VED erzählt, das ihn kontrollieren will. Tja, das VED hat's geschafft. Es hat den Overmind gezähmt und kontrolliert jetzt die Mehrzahl der Zergbruten in diesem Sektor. Das ist auch der Grund, warum ich euch um Hilfe gebeten habe. Ihr wollt, dass wir euch helfen, das VED zu besiegen, damit ihr allein über die Zerg herrschen könnt. Falsch, Phoenix. Ich will sie besiegen. Punkt. Denn wenn wir das nicht tun, werden sie diesen Sektor in ihre Gewalt bringen und uns alle versklaven. Du weißt, dass ich recht habe, Jim. Du hast die Geschichte der Erde studiert und du kennst das Programm des VED. Die Kontrolle über die Zerg zu übernehmen, ist für sie nur der Anfang. Vielleicht, ich weiß es nicht. Meine Königin, vergib mir die erneute Unterbrechung, aber wir haben ein sehr ernstes Problem. Perfektes Timing. Gentlemen, wir werden diese Unterhaltung später weiterführen. Sprich weiter, Duran. Das Signal des Psi-Disruptors hat uns hier auf Tarsonis erreicht und die Einheit deiner Bruten untereinander zerstört. Innerhalb der letzten paar Stunden haben sich deine Untertanen gegeneinander gewandt, ihre Schwarmcluster verlassen und laufen jetzt Amok. Auch das noch. Cerebrat, nimm die wenigen Zerg mit, die sich noch unter meiner Kontrolle befinden. Und tu, was immer du kannst, um die Schwarmcluster vor weiterem Schaden zu bewahren. Ich kann es mir nicht leisten, dass meine eigenen Untertanen sie zerstören. Ach Mensch, die Kerrigan, ne? Die hat sie nicht einfach. Und vor allem interessant, wer mittlerweile alles hier versammelt ist. Menschen, Zerg, Protoss, alles. Wirklich alles. Und Phoenix kennen wir noch aus StarCraft 2, dass der da als Roboterkollege wiederkommt. Das ist interessant eigentlich, ne? Wenn man sich das mal also so. Wenn man quasi später schon weiß, wie die Charaktere sind oder welche überhaupt noch da sind, ne? Die dann hier alle mal kennenzulernen, beziehungsweise mal zu sehen. Das ist schon interessant. Ja, gut. Rette alle Schwärme vor der Vernichtung. Was auch mal da passiert. Ah. 7 Schwärme zu retten.
Kann ich alle kontrollieren hier? Warum auch immer... Ja, warum auch immer die alle unterschiedliche Farbe haben hier? Keine Ahnung. Und hier die kleinen Bilder hier, ne? Okay, so viel dazu. Halten nichts aus, die kleinen, die Zerglinge. Okay, ich habe doch eine Basis zum Bauen. Oder wie ist das? Die Schwarmstrukturen reagieren nicht auf die Befehle des Zerebraten. Es gibt keine Möglichkeit, deinen Krieger Verstärkung zu schicken. Zerebrat, dann musst du eben mit den Kriegern auskommen, die dir zur Verfügung stehen. Vernichte die abtrünnigen Zerg in meinem Namen. Okay, also ich kann jetzt keine neuen nachbauen, oder was ist jetzt die Aussage hier? Was will mir jetzt damit gesagt sein? Okay, also ich kann keine nachbauen, ich kann keine Mineralien hier aufsammeln und den ganzen Kram. Muss ich hier oben lang oder was? Ne, warte mal, wenn ich hier hingehe. Das sind nicht meine. Okay, die gehen aber oben lang hier. Schön. Ja, das geht. Also je mehr ich quasi hier mitnehme, je mehr Brutstätten ich einnehme, desto mehr Einheiten habe ich denn zur Verfügung, wie es ausscheint. Also ich sammle die halt gerade mal, ne? So ein bisschen. Das heißt, im Idealfall überleben die sogar. Die meisten davon. Wobei das gerade mal nicht der Fall ist. Oh, es sind aber nur 3, oder? Ne, 4. Das ist aber albern. Oh, ist aber wirklich albern hier. Oh, hier kann ich natürlich nicht hin. Ja. Das Setting erinnert wirklich sehr an Command & Conquer, finde ich. Hier rein, also... Ich glaube, Command & Conquer, der Teil kam dann auch noch später. Der Tiberian Sun war das, glaube ich. Der kam erst später. Glaube ich, als Starcraft, sehr viel später. Also, ein halbes Jahr so ungefähr. Ne, keine Ahnung, wann das genau alles war. Hier wird nicht angegriffen, was? Was? Wie, hier wird nicht angegriffen? Sind das alles meine? Oh. Ich komme noch mit den Teilen nicht klar. Ich habe keine Ahnung, wie die genau funktionieren. Okay. Ah. Ja. Das hat gerade so ausgereicht. Ist ja unfassbar. Das war bestimmt mit Absicht, oder? Ja gut. Wie dem auch sei, das ist so als Einstiegsmission ist es schon mal nett, dass man die Einheiten hier nochmal wieder vor Augen geführt kriegt. Und so ein bisschen allgemein, was passiert, das ist schon mal ganz nett. Noch nicht mit Basenbau überfordert sein. So ein ganzer Kram. Ist auch schon mal nett. So. Was kriege ich hier jetzt von denen? Ja. Ach, noch mehr von den kleinen. Nee, warte mal. Hä? Alles? Was denn alles? Einmal alles. Ist auch schön. Ach, da sind noch mehr. Ach so. Voll gemein. Ja, aber okay, doch, die reißen doch schon einiges. Ich wollte gerade sagen. Ah, und natürlich, das hilft auch mit sehr gut. So, sehr gut. Also die Lilien sind alle quasi dazu angeeignet. Und die Roten sind meine Original-Eigenen, wie es aussieht. Was wahrscheinlich vollkommen egal ist. Hauptsache, wir können die steuern und können gewinnen. Das glaube ich... Das reicht, glaube ich, komplett aus. Und hier jetzt? Ah. Königin, habe ich nie sinnvoll genutzt. Muss ich ja zugeben. Da gibt es gar nicht viel zuzugeben, ne? Es ist halt so. Ich weiß nicht mal, was die können. Parasit. Brutlinge legen. Einfangen. Brutlinge? Okay, so schon mal nicht. Das war sehr uncool gerade mal. Moment. Das war gerade mal tendenziell uncool. Kann ich hier jetzt Brutlinge machen? Haben die das jetzt alle gleichzeitig gemacht oder was ist da jetzt los? Ach nee. Okay, da muss ich ja mal kurz warten. Achso, vielleicht doch nicht. Doch nicht warten hier. Hätte ich mal mit einem Fang machen sollen jetzt hier, ne? Hätte wahrscheinlich funktioniert. Zumindest sehr viel besser als das jetzt.
Ja, egal, es wird schon gehen. Was ist hier jetzt los? Ach, da die. Okay. Können die denn jetzt wenigstens gegen ankämpfen? Die können aktiv kein Stück angreifen, glaube ich. Die Muttis hier. Parasit. Geht das so? Nee, warte mal, hä? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Mit den ganzen Teilen hier. Mit den Muttis hier. Der ist nicht Mutti, der ist Königin. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Die Viecher halt. Zwei Schwärme zu retten? Wie, was heißt Schweiz? Zwei Schwärme zu retten? Jetzt muss ich da in die Gegend kommen. Ah. Die gab es aber im Original noch nicht, oder? Dunkler Schwarm, Blutbad. Ich bin mir gar nicht sicher. Komme ich hier irgendwie hin? Doch, da oben. Ja. Kann ich mit denen jetzt irgendwas reißen hier? Dass ich mit denen mal gezielt vorgehe. Das sieht es, glaube ich, damit ich die sehen kann, oder? Ich hätte gern hier einfangen wäre eine Möglichkeit. Das Zeug. Geht das? Ja, sehr gut. Aha. Ich habe mal was Sinnvolles getan. Ist da noch irgendwo einer? In dem Format? Ach, die hängen alle hier unten im Fels. Hä? Kann man damit transportieren oder was? Nee. Moment. Ist das jetzt... Habe ich das jetzt vergangen oder was? Habe ich das jetzt komplett vergeigt hier oder wie? Ich hoffe mal nicht. Ein Schwarm wurde vernichtet. Verdammt! Ach nö! Ja toll! Wie soll ich denn damit rüberkommen? Ach nee, ja ja. Guck mal das nochmal. Ich spiele mal bis zu der Stelle wieder weiter, ne? Bis gleich. Das müsst ihr ja nicht, euch nicht nochmal antun hier. So, da bin ich jetzt wieder. Hat das hier bisher soweit gemacht, so wie es gerade ist. Es fehlt noch ein bisschen was, ja. Achso, warte mal. Das gehen wir aber auch gleich hin. Und zwar will ich mit dem mal so ein bisschen sinnvoller vorgehen, vielleicht. Ich habe noch immer keine Ahnung, wie ich da zur Insel rüberkomme, ob man die hier reinpacken kann. Nö. Einfangen, Brötlinge legen. Ich vermute mal, die Brötlinge bräuchte ich dafür, damit ich da entsprechend vor Ort ein bisschen randalieren kann. Das heißt, ich werde die Energie da jetzt mal gerade gar nicht so viel benutzen. Oder warte mal, doch, ein bisschen schon. Einfangen vielleicht. Ja. Klappt nur begrenzt, schade. Egal, es wird trotzdem funktionieren. Theoretisch bräuchte ich die hier dann gar nicht mehr, ne? Also rein sehr in der Theorie. Ah, das ist schon Theorie. Oh. Gut. Das heißt, theoretisch, wenn ich die Energie hier gar nicht mal losgeworden bin. Na komm, wo ist das da? Im Idealfall habe ich dann entsprechend dann noch die Sachen über. Und kann auch die Energie dafür dann nutzen, damit es da unten dann funktioniert. Ich werde mal gleich hier nochmal speichern. Wobei, wir haben ja da auch die... ist gar nicht mal so eindeutig hier, ne? Ich spreche nochmal. Die Viecher haben wir jetzt neu. Wo sind sie denn? Sie müssen gleich erstmal kommen hier. So, die. Ich habe keine Ahnung, wie man die ernsthaft einsetzt. Blutbad, dunkler Schwarm. Ja. Kann ich darüber das dann machen vielleicht? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was das für eine Reichweite hat oder was es überhaupt so ganz genau macht. Hier komm, du, Kollege, darfst du da bitte hingehen. So, hier machst du mal Brot, hier, Blödklams. Brot. Dass man hier so ein bisschen was über hat. Das ist nämlich gar nicht mal so wahnsinnig schlecht, meine ich. Okay, das reicht natürlich nicht. Ja.
vielleicht hier Brütlinge. Ich glaube nicht, dass die jeweils davon abhängen, was denn das für eine Ausgangsposition hat, oder? Gehe ich mal zumindest nicht von aus jetzt gerade mal. Kann der mal bitte irgendwie da hochkommen? Anscheinend nicht, ne? Es kann doch nicht sein, dass das jetzt hier schon wieder nicht funktioniert. Vielleicht, da wäre ich aber mal sehr dagegen. Was weiß ich, wie das denn funktioniert. Ja, das wird vielleicht nicht funktionieren, verdammt. Ja. Nee, das geht doch nicht. Hier rüber komme ich auch nicht. Wie soll ich das denn? Warte mal, ich muss. Wie? ja, hier kommen dem einen Quatsch. Wie funktioniert das Kram? Hier, Blutbad. Macht Platsch. Dunkler Schwarm macht. Jo. Ist total toll. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wie man hier irgendwie Zugang hat. Es kann gut sein, dass ich mich gerade sehr doof anstelle, wobei hier oben. Na, hier ist halt Dingens, ne? Im Weg. Das ist tendenziell doch eher uncool. Nennt sich auch Mauer. Beziehungsweise Felsen. Ach, die. Nee. Hä? Kann ich sie mitnehmen hier oder was? Alter. Krieg ich hier irgendwie rüber? Nee. Hä? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Wie ich hier in irgendeiner Form irgendwas reißen soll. Daran kann es ja nicht liegen, oder? Dass ich hier die Blutlinge da reinschmeiße, überall. Das wäre mal sehr übertrieben. Hä? Bin ich jetzt zu doof hier für oder was? Bin ich, glaube ich, zu doof für. Ja, Schwarm wurde vernichtet. Ja, wie? Ja, sag mir bitte, wie, liebes Spiel? Ich kann auch nicht zaubern. Also zumindest das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe. Irgendwas muss ich übersehen. Ich hätte gerne ein Menü. Das nicht auf Escape, sondern auf F10. Was übersehe ich jetzt hier genau? Warum bekomme ich die? Wenn ihr mögen praktisch sein, aber. Naja, ne? Ihr seht ja, was passiert. Glaube ich mal. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Ja, ich würde gerne irgendwie was machen, Mitch. Das wäre schön. Schwarmcluster wird angegriffen. Ja, ja. Ich glaub's auch. Huh. Parasitbrutlinge einfangen. Ja, ja, ist ja gut. Ich muss da mal. Ich habe keine Ahnung, was das genau für Fähigkeiten alles sind. Oder, ach nee. Ah, ich bin doch doof. Ich bin doof. Ja, ja. Ich bin wirklich doof. Der Nidus-Wurm hier. Ich bin doof. Ich bin wirklich doof. Ich bin wirklich doof. Boah. Wo sind die anderen alle hin? Da. Ich bin aber auch schlau. Hier ist toll. Das ist ja richtig schlimm gewesen hier. Dunkle Schwarm, Blutbad. Mach mal Blutbad. Semmeln wir da mal was hin. Ah, nee. Ach, hat doch funktioniert. Gerade so. Schön. Schön, schön, schön. Gerade so. Sehr, sehr gerade so. Wie auch immer das jetzt genau funktioniert hat. Aber offenbar war es erfolgreich. Ich bin auch doof, ey, die Nudelswürmer hier. Komplett übersehen, das ist toll. Da kommt noch mehr. Ich will gerne einmal irgendwie das Blutbad hier sinnvoll einsetzen oder irgendwas anderes zumindest. Habe ich keine Energie für, verdammt. Wie, der Schwarm wurde vernichtet? Ja, jetzt doch, oder was?
Ja, das Ding ist kaputt, das weiß ich. Das habe ich gesehen. Aber warum hat er dann so lange weitergemacht? Ja. Laden. Immerhin weiß ich jetzt, wie das funktionieren soll. Auch wenn das gerade mal sehr, sehr doof war hier. Da. Beziehungsweise. Ich würde das gerne mitnehmen da oben. Ich muss was per Hand, was per Fuß dahin läuft. Weil ich kann es im Moment noch nicht angreifen, das ist ein bisschen albern. Und. Bam. So. Sehr gut. Die sind hier, aber ich hätte die eigentlich sehr, sehr gerne noch über, in dem Sinne, dass ich die sinnvoll benutzen kann. Da wäre es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, mit den Teilen auch was zu machen. Ja, wie war es nicht genug Energie? Okay, ah, ich muss einfach nur in die Gegend. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist ja schön. Das ist ja schön, dass es ausreichend ist. Ja, das ist schön. Habe ich schon mal erwähnt, ne? Dunkler Schwarm könnte man... Also dunkler Schwarm verhindert, glaube ich, dass die Gegner... oder dass Fernkämpfer weit schießen können, meine ich. Oder das ist was anderes. Das kann auch hier von den Terranern was gewesen sein. Blutbad. Splatter. Yeah. Das Ding ist auch heilig wie blöd. Also wie sonst was. Schön. Ha, endlich. Ich war auch echt doof damit. Das ist toll. Ja, super. Ja gut, so sieht es aus hier. Wir starten gleich in die nächste Mission oder beim nächsten Mal hier bei StarCraft Brood War. Bis dahin. Tschüss.